willkommen zurück zu Witcher 3. Ja, wir sind auf dem Weg zum Baron. Ja, und was soll ich sagen? Guckt euch die Scheiße mal an. Beim Baron brennt. Die Rauchschwaden sieht man schon von Weitem. Weiter so, Plätze. Also. Krass. Können ja hier noch das auswählen. Um rauszufinden, hey, ja, stimmt, irgendeiner hat da ein bisschen gezündelt mit Absicht irgendwas angezündet. Stall in Brand gesteckt. Okay. Es brennt! Lauft! Feuer! Das hat bestimmt einen Grund, warum wir das machen. Ey, ich hänge jetzt an der Mauer fest. Toll, danke. Bin mal gespannt. Bringt der versoffene Kauz mal wieder durch? Und auf. Los, ruhig! Der besoffene Kauz dreht sich. So ist gut. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Ja, ist gut, Mensch. Boah, ich brenne. Meine Fresse, ey. Beruhig dich, ehe du die ganze Burg abfackelst! Du wachst! Der Wind heult. Das passiert zum verdammten ersten Mal. Das Feuer greift um sich. Kommen wir da rein. Da hinten Leiter. Los, hoch hier. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Gedankenbeeinflussung. Hallo, hier! Ich kann nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Sauerstofftank. Ich hab's geschafft. Oder bin ich gestorben? Nee. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht?
Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Lügenmaul, sagt er zu mir. Jawohl! Immer feste Lüge damit. Wir müssen reden. Der hat einen Zahn verloren. So ein Vollidiot, ey. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Wie sind sie geflohen? Was passiert? Egal. Ich weiß, wie ich sie finden kann. Sie sind nicht weggelaufen. Du hast sie vertrieben. Genau. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich... Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. So ein Waschlappen, ey. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Das stimmt. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In
Was verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Oh Mann. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Genau. Ah, ja. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Für was braucht man sonst eine Schaufel? Einige Stunden später. Mhm. Noch etwas weiter. Mir nach. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Kommt von der Seite hoch hier bei. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann reißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter. Der ist schon hässlich. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Der wollte das ja unbedingt so.
Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Meine Mutter, unternimm was! Oh, verdammt! Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Ganz ruhig. Das Achsenzeichen. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Wenn die Sage wahr ist. Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Cindy von Marzahn vielleicht. Oder Chantalle. Chantalle wäre mein Name. Das ist Chantalle. Und jetzt? Sprich mir nun. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir. Die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Thea. Und empfange dich als meine Tochter. Tod. Gut. Und jetzt begrab sie. Ach ja, deswegen hat er gesoffen. Hätte, glaube ich, jeder hoch. Andere hoch. So. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Richtig, ruf den Tölpelbold
dort herbei, wo der Pokémon begraben ist. Haben wir das? Ach so, wir können hier rangehen. Und dann tut er aber so lange warten, wahrscheinlich. Mitternacht. Ja. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Hey, hallo. Machen wir nie so schnell hier. Was faselst du da? Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Da. Wo will denn das Vieh jetzt hin hier? Hier lang? Sicherlich aus der Burg raus, denke ich mal. Wo soll es sonst hin? Das ist aber ganz schön flink, das kleine Biest, ey. Wenn es nicht bald zu regnen aufhört, haut mir noch meinen Arsch ab. Komm schon. Punkten, ne? Akku oder was? Jan, ey. Feuer ist immer gut. So, weiter geht's. Hallo? Die verarschen die ganze Zeit hier in einem Haus daneben oder was? Puh, also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Was geht denn hier ab? Hier ist da irgendwas. Ein Hufeisen? Kein Pech, sieh, da könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Komisch. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Hier lang laufen. Was will die mir dann zeigen, ey? Die sind immer so schnell. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Hört er gar nicht mehr auf?
hier los? Du bist massenhaft angegriffen. Moderbo. Was haben wir denn da? Knochen? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Dann nehmen den Sattel. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Was denn dann? Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Komisch. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Gleich wieder so ein Drecksviecher. So wie hier. Der verpisste Wolf. Ist alles voll. Die ganzen Scheißflaschen, die ich mir alle besorgt habe, die sind jetzt wieder fast alle weg. Toll. Scheiße. Was ist denn hier? Hä? Den Hof. Das ist eine Anglerhütte oder so. Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Dann machen wir das mal. Zerbrochenes Ruder. Noch eine Strickleiter. Hey, da ist ein Kind. Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Aha. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleine, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt.
Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Okay. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Hä? Das ist aber komisch. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Okay. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Jetzt müssen wir wieder zum Baron zurück. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Tja, schon weg ist es. Und ich bin Stufe 7. Das ist ja auch mal cool. Weil dann kann ich hier gleich mal was aufwerten. Nehme ich das hier hinten. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf öffnest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Okay, erhöht das maximale Vitalität um 500. Der Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden. Oh, das ist natürlich auch geil. Das hätte ich da zuerst nehmen sollen. Ich höre nie. Mittelschwere Rüstung und bla bla bla. Was ist das hier? Aus der Zunehmung, ich kann Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkte gehört werden. Nee. Was ist das hier? Maximal. Generieren wir das nämlich. Das ist gut. Tja, und wie es hier weitergeht mit dem Baron, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Witcher 3. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Teil dabei, wenn wir hoffentlich rausfinden, wo die Frau vom Baron ist. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.